Heute, liebe Freunde, werde ich für euch singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Folge 30, jetzt bei Evil Within. Ha, ich sehe es schon in den Kommentaren. Du kannst machen, was du willst, aber sing nie wieder. Ja, haben sie zu Heino damals auch gesagt. Ich trau mich nicht. Ich glaube, hier ist irgendwas, was uns... Da liegt was. Was? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Wer glaubt's? 16. Juni 2009. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby, jetzt habe ich produzieren gelesen, ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob. Und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Ach, daher kommt der Begriff Menopause. Okay. Mit Pause meine ich Rückkehr zum KCPD in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann, denn dann werden alle verschwunden sein. Sollte uns das zu denken geben? Ich glaube nein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Im Kindergarten. In diesem Sinne, liebe Freunde, gute Nacht. Ist auch immer Wahnsinn. Der haut Fässer kaputt. Der macht Kisten kaputt. Guck mal hier. Achtung. Pappkarton. Hallo, Pappkarton. Hallo. Und er kommt da. Ja, und. Was, da war was zum Nehmen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Kontenance. Notiz aus Forschungslabor. Proband Nummer 18. Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens. 2:45 ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt. 2:56 Herzstillstand. Ich würde sagen, es war ein Erfolg. Reanimation nicht möglich. Wenn ihr nicht wisst, was Reanimation ist, das ist, wenn man wieder zum wird. Proband Nummer 19. Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens. 1:24 ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt. 1:48 Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Ich würde sagen, 2 auf 1 Streich. Proband Nummer 20. Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens. 1:43 ungewöhnliche Gehirnaktivitäten festgestellt. Schön, schön, irgendwann mal gehört, ne? 1:52, ihr werdet es kaum glauben, Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Proband Nummer 21. Wie lange macht ihr das jetzt? Verbindung hergestellt, Beginn des Verfahrens. 2:09, na? Richtig, ungewöhnliche Gehirnaktivitäten. 2:14, wieder richtig, Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Proband Nummer 22, das ist doch ein Witz. Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens. 1:02 ungewöhnliche Gehirnaktivitäten festgestellt. Und jetzt kommt 1:32 Herzstillstand. Reanimation nicht möglich. Proband Nummer 23. 5 Stunden später. Proband Nummer 7543. Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens. 3:31 ungewöhnliche Gehirnaktivitäten festgestellt. Oh, Atmung, Puls und Blutdruck steigt. Und Temperatur. Der wird heiß. 4:24 erlangt das Bewusstsein wieder. Stabilisierung der Lebenszeichen. Endlich. Das ist super interessant. Das ist keine Sau eigentlich, weil wir wollen ja nicht, ne? Ist egal. Ja, ich weiß, dass da eine Flasche liegt. Die liegt ungefähr seit 3 Jahren da schon. So, haben wir uns jetzt hier genug umgeschaut und haben gesehen... Ach, die blauen Kiste haben wir nicht reingeguckt. Hallo, blaue Kiste. Hallo, Kanister. Ich könnte jetzt hier drin Fußball spielen, aber das möchte ich euch jetzt nicht antun. Was? Der verarscht mich.
Der verarscht mich doch. Was soll ich denn da machen? Das ist doch all. Also, das ist all. Also, soll ich die Flasche am Kopf hauen? Ja, das lesen wir uns nicht nochmal durch. Aber das ist ja jetzt. Ey, Leute, wollt ihr mich wirklich verarschen? Aber doch eine ganze kurze Sequenz. Ein Harpunenbolzen. Ein. Ich kann auch so viel machen. Ja, ich mach gar nichts hier. Das passiert alles automatisch. Also ganz ehrlich. Ingeborg, antreten zum Rapport. Oh. Hallo. Joseph. War wahnsinniges Kapitel, also ich bin ja so begeistert, ich, also jetzt haben, jetzt hat der Entwickler gemerkt, das Geld ist alle, da muss er schnell ein Kapitel machen. Nein, ich möchte nicht überschreiben, weißt du, ich möchte das Spiel spannend laden, ich möchte direkt nochmal bei Level 6 anfangen, weil meine Zuschauer immer nichts zu tun. Was war das denn? Die spinnen bei Bethesda. Der, der hinter den Reihen geht, Kinder des Zorns, Teil 1 bis 24. Kennt ihr das, im Maisfeld? Der, der hinter den Reihen geht, beschützt uns. Salafist. Wird tot, pass auf, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich am Bildschirm gewackelt oder so. Kapitel überlebt. Waren das fremde Erinnerungen? Alter, jetzt schalt dein beklopptes Hirn ein. Du wachst in einer Anstalt auf, hast aber eine Qualenarmbrust auf dem Rücken. Das haben die hier alle, weißt du? Das gehört hier zur Grundausstattung. Jetzt haben sie da eine Steuerung rumgespielt. Oder ich steh falsch. Nö, die haben Steuerung rumgespielt. Hallo Cassie, lauf mal auf uns zu. Na komm, 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 komm. Na komm, komm. Tschüss. Alter, ich werd mir schucke. Jetzt haben die an der Steuerung rumgespielt. Sie haben unruhig geschlafen. Ingeborg, du blöde haben Kuh. Haben Sie Albträume? Nein. Die Alte, ne? Mit und ohne Häubchen. Die kannst du einfach nur... Dreh. Lass mich los! Lass mich los! Wer ist lass mich los? Komm rein. Ja? Nein, nicht alle. Leslie, mein kleiner Bolzenschneider. Warte, ich hol dich raus. Nein, nicht alle. Lass mich los! Ja, wen denn? Ich lass doch alles los. Ich nehme die Heizung. Ich bleib bei der Heizung, da passiert mir nichts. Das ist schön warm und... Ach, hier klopft's. Nein, nicht alle. Ich sehe sie. So rede ich morgens auch. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Ingeborg, darf ich dir jetzt meine Qualenarmbrust ins Herz rammen? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Du bist doch das Opfer. Scheiße! So ein Stück. Alte, kannst du... Sieht gar nicht gut aus. Kannst du mal deinen Pfeil aus deiner... Meinen Pfeil aus deiner... du weißt schon, wo holen.
Ich gehe erstmal meinen Schlüssel einlösen. Hast du irgendwo noch einen Pfeil stecken? So? So von hinten? Warte mal, das geht doch bestimmt. Ist ja ab 18, also kann man das ja mal, ne? Oh, speichern, ja, ich speichere dich, komm her, ich speichere dich. Ich mache Eizellen, jetzt reicht's. Aber wer kämpft, der darf auch Freude haben. Juhu, Blubber! Vielleicht wird die heiß, wenn wir Blubber haben. Nein, wir wollten ja nicht. Wir wollten ja nicht. Auch nicht mit Häubchen. Steht was Neues in der Zeitung? Ah, okay, das Wetter. Die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, 13. November. Am Tag ist mit zunehmend... Nee, nachts weiterhin dunkel, aber am Tag ist mit zunehmender Aufhellung zu rechnen. Wer es glaubt. Was halten? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Ich drehe dir gleich was. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Genau. Ich gehe erstmal meine Erinnerung streicheln. Solange diese Kalakacken nicht runterfallen, ist alles... Was machst du denn hier, du Bekloppte? Mach das mal. Das ich dachte... Warte mal, bist du das? Ist das Ingeborg? Wir müssen da reingucken. Alter! Du hast doch einen Fotze am Kopf! Entschuldigung, aber... Ah. Wir sehen uns in der nächsten Folge, mein Rechner ist kaputt. Orchidee. Die Orchidee, auch bekannt als Qualda Ivalda. Da schaut ein Auge auf dem Haus. Mhm. Das heißt, Gott sieht alles. Nein, eigentlich ist das eine Metapher. Das heißt, Gott sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Als er den Schalter endlich fand, war die Birne durchgebrannt. Ist egal. So. Da ist diese Kiste, die sich vorhin als... Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Was soll denn hier? Komm mal in die Bildergalerie. Nimmst du mal hier deine Gurkenpflanzen rüber. Ich sehe das nicht. Mhm, okay. Abstrakte Kunst. Menschen in Aufruhr. Ingeborg, du kleine billige Bitch. Ich speichere erstmal. Ich traue dir kein Stück mehr über den Weg. Kein Stück traue ich dir mehr über den Weg. Die frisst bestimmt unsere Speicherstände, die alte. Ja, ist okay. Sie sehen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Du blödes kleines Flitschen. Dir hau ich gleich einer auf den Geist. Du, ich habe mir fast die Hosen geschissen, du bekloppte Kuh. Wollen wir nicht erstmal auf den elektrischen Stuhl gehen? Saudumme Idee. Jetzt ist der Stuhl wieder weg. Wer ist das? Ach, das bin ich. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich kriege hier voll... Das Spiel ist nicht gruselig. Nein, da erschreckt man nicht. Nein, warum? Oh, Alter. Hier. Ohne Scheiß. Hätte ich mein Pulsöhrchen noch, wäre es jetzt geplatzt. Es ist ja wohl... Ich muss mal die Kamera ein Stück runter, weil ich habe mich bestimmt verschreckt. Habe ich mich bestimmt. Naja, ich gehe zur Sonnenblume, genau. Der macht's alleine, ich mach nichts. Ich bin das nicht. Wenn jetzt was passiert, ich bin das nicht. Leslie ist eine Sonnenblume. Ich wollte das speichern und skillen. Ich gehe Fass aufmachen. Wie gewonnen, so zerronnen. Wie gekistet, so getwistet. Hier war aber irgendwas. Ja, Blubber. Ja, super. Ja, jetzt haben wir Blubber ohne Ende und können es nicht entblubbern, weil wir nicht in die Blubberanstalt kommen. Da hat man gedacht, man geht, bevor man blubbern geht, nochmal da... Das sind Fässer. Und Blubber. Toll, wir sind dann beim Endgegner fertig und können dann alles skillen, was wir haben, führen. Arsch!
Das hat ja 15 Kapitel, also das 8. war das schnellste von allem. Also das war ja, also das ist... Ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen. Kann ich das nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich war schon mal da, dann würde ich sagen, ihr habt recht. Aber da hinten, guck mal, was da steht. Nicht! Sind doch ein wenig unkonzentriert. Wenig Contenance. Und Kwalensky auf dem Rücken. Mit was zieht denn der jetzt, wenn der jetzt zielt? Nee. Wir fangen mal klein an. Deswegen kam der auch nicht weiter, weil der falsch gezielt hat. Noch eine Kiste. Mhm. Stell dir einfach so eine Kiste. Habt ihr das irgendwie mal... Mami! Habt ihr das irgendwo mal gesehen, dass ihr irgendwo langlauft und da steht eine leere Kiste? Also ich nicht. Na gut, ich habe noch keine Munitionskiste gefunden, aber das ist eine andere Geschichte. Ah, mit Vögeln kenne ich mich aus. Warte. Was? Das Haus habe ich schon mal gesehen. Ich auch, im Vorspann. Das ist diese beklopfte Anstalt, wo wir den das erste Mal haben, wir den da. Machen wir Tür auf? Ich war hier zwar noch nie, aber... Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich es überspielt. Sonst hätte ich dich jetzt ins erste Kapitel zurückversetzt. Dann siehst du, dass du schon mal hier warst. Spasti. Hallo, kleiner Dompfaff. Flieg in den Süden, kleiner Dompfaff. Nie den Vordereingang benutzen, weil am Hintereingang steht immer ein Fass. Was sage ich? Es war kein Eingang, aber ein Fass! Bin gespannt, ob mein Freund Gronk das auch findet. Wir werden es erfahren. Eventuell. Halt! Da steht noch mehr Blubber. Hier ist ja Blubberparty. Wenn das jetzt schäumen würde, würde ich sagen, Schaumparty. Der war flach. Jetzt ist gut. Jetzt spielen wir wieder. Mit Contenance. Die hier noch mehr rumstellen. Ist was drin? Ist was drin? Ist was drin? Es ist was drin. Was? Nichts. Hier liegt was. Ein Halm. Guck mal durchs Fenster. Morgen! Pizza. Via. Barda. Kennt ihr das? Von Alf. Pizzeria Barda. Die haben da immer bestellt. Hä? Hä? Lieber Entwickler, what's that? Eine Kante? Ein Gartentildo? Hier ist nochmal so ein Ding. Ach, das soll eine Hecke sein. Ab durch die Hecke. Ah, das ist ein Easter Egg. Damit ihr es versteht, der Entwickler hat hier ein Easter Egg eingebaut. Ab durch die Hecke, den Film kennt er doch. Ist hier direkt eingebaut. Darf ich nicht so oft sagen, sonst muss ich wieder Urheberrechtsverletzung fürchten. Schon das zweite. Wolfgang haben wir ja auch gefunden. Na, das nenne ich mal ein Türschloss. Ich setze mich. Ihr kommt doch bestimmt gleich wieder. Erstmal rinnen in Arm die Vitamine. Ja. Erstmal rinnen in Arm die Vitamine. Und gib alles. Katsching. Sollen wir jetzt... Wir müssen eh nach oben, weil wir unten wahrscheinlich nicht weiterkommen. Und nun? Ja, ich überlege gerade. Das ist ein Krug. Ich weiß, du weißt, was jetzt kommt, ne? Jawohl! Wo sind da hier noch mehr? Ich lade nochmal neu, damit ich noch einen Krug kriege. Was ist denn das? Pampers? Murray France mit ihrem Mercedes-Benz wollte überholen und schaffte es nicht. Gongs. Da kam die Ambulance. Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen. Wir machen das jetzt mal auf Chinesisch. Das ist lustiger. Wir lesen jetzt jedes R als L. Notiz aus Esszimmer in Anwesen. Endlich habe ich einen... Schon falsch. Fangen wir nochmal an. Notiz aus Esszimmer in Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase.
Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Diesen Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu blechen, auszulöschen und mir selbst Flyerhand zu geben, ist offensichtlich. Und jetzt juckt's. Wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Ja, was mit meinem... Hallo? Ich Kostelianski, du Blödmann. Ich war da gerade irgendwie richtig schön im Tempo drin. Da liegt ein Türgriff. Aber ich höre doch Uschis Melodie. Wo ist denn die Spiegeltante? Hier. Blubber. Das müsst ihr unbedingt machen, wenn ihr ein Haus einbrecht. Als erstes mal die Scheiben einwamsen. Aber ich habe doch gerade Musik gehört. Bestimmt hierhin. Blubber. Blubber. Das ist das Bild, was wir vorhin... Das haben wir in der Klinik gesehen, nur zur Info, weil wir jetzt extra die Bilder angeguckt haben. Ich glaube, wir gehen jetzt noch in den Speicher. Was ist denn das für eine Wurst? Ey, das sind mal Architekten, ne? Ich lege ihn mal eben den Aal durchs Zimmer. Der Zimmer-Aal. Krebt da wer? Ich hätte gern einen Spiegel. Hier ist irgendwo ein Spiegelzimmer. Ich glaube, es war wieder eine dumme Idee. Du kleines dämliches Arschloch, du blödes Dreckstück! Schluss. Aus. Ende. Ich hab'n Herzkasper. Ja. Tschüss. See you. Und.